Bevor das Hörspiel losgeht, hier noch ein Hinweis. Hierbei handelt es sich um eine Dark Age Produktion. Die Dark Age Reihe spielt 3000 Jahre nach der Schlacht um Yavin und enthält viele gewalttätige Szenen. Für alle, die diese Art von brutalen Content meinen wollen, bitte beachtet stets das Dark Age Symbol im Cover. Und nun viel Vergnügen. Nun haben die anderen Reiche ihren Krieg. Mit dem Tod von Lucas Farrell Tarkin verschob sich das empfindliche Gleichgewicht in den Reichen der neuen Morphs. Krieg! Denn auch wenn die Großmorphs nach außen hin eine Allianz bildeten, fochten sie in Wirklichkeit mehr Kämpfe untereinander aus als gegen andere. Und jeder der Großmorphs war bestrebt, aus neuen Reichen ein Reich zu machen. Sein Reich. Garçon? Garçon? Meine früheste Kindheitserinnerung, wenn man von Kindheit sprechen kann, ist meine Mutter. Wie sie singt. Sie sagte, das ganze Universum bewegt sich intakt zu einer Melodie. Und wenn wir ganz leise sind, können wir sie hören. Wie sie in uns nachhallt, unseren Gedanken Form verleiht und unsere Handlung völlig natürlich in eine Richtung lenkt. Und umso mehr ich ihr zuhöre, desto sicherer bin ich, dass ich nicht mag, was ich höre. Die Station ist verloren. Wir müssen evakuieren. Garçon blickte auf sein Bett aus Kindertagen. Er war seit über 10 Jahren nicht hier. Das letzte Mal im Alter von 5 Jahren. Und kaum ist er wieder daheim, muss er fliehen. Was ist mit der Bevölkerung, Sergeant? Können wir sie rechtzeitig evakuieren? Ich fürchte nein, mein Großmorph. Und wenn wir uns nicht bald auf den Weg machen, werden wir ihr Schicksal teilen. Es war die alte Gouvernante, Irena, die nach dem Tod seiner Eltern so etwas wie Familie noch am nächsten kam. Die Garçon aus seinen Gedanken riss. Garçon Lucas Farrell Tarkin, ihr seid unser neuer Großmorph. Und es sind jene schweren Entscheidungen, die ein Großmorph zu treffen hat. Bereiten Sie den Abflug vor, Sergeant. Mein Großmorph, folgen Sie mir. Garçon blickte durch die Scheibe des Shuttles auf die Station und dachte an jene, die sie zum Sterben zurücklassen. Nein! Nehmt uns mit! Mein Großmorph, wir werden verfolgt. 2 TIE-Jäger. Wir brauchen Deckung. Haben Sie schon einmal eine Geschützstellung bedient? Nein, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe sowas noch nie gemacht. Bei diesen Worten fing sich Garçon einen missbilligenden Blick von Irena ein. Und selbst Klon-Captain Madanges zog unter seinen schwarzen Death Trooper Helm ein verwirrtes Gesicht, bevor er antwortete. Dann werdet ihr es jetzt lernen, mein Großmorph. Die Bedienung ist sehr intuitiv und wir brauchen nur etwas Deckungsfeuer, bis wir bei der Stepfast sind. Zögernd nahm Garçon den Platz des Schützen ein. Genau wie Madanges sagte, war die Bedienung relativ einfach. Jedoch war das Ziel offensichtlich kein von Garçon Stern. Salve um Salve verfehlte er die feindlichen Jagdmaschinen. Verdammt, die feindlichen Jäger holen auf. Die Situation wird kritisch, mein Großmorph. Sie sind einfach nicht zu treffen. Weitere Jagdmaschinen in Anflug. Bei den Ruinen von Coruscant. Es sind unsere. Innerhalb weniger Sekunden
schaltete die verbündete Staffel die feindlichen Verfolger aus. Mein Großmorph, hier die Omega-Schwadron. Wir wurden von der Stepfast entsandt, ihm Begleitschutz zu geben. Oh, danke, Sir. Ich leite Landemanöver bei der Stepfast ein. Wir haben es geschafft, mein Großmorph. Bei den neuen Reichen sei Dank. Als Garçon die Brücke der Stepfast betrat, war er überrascht, welch geschäftiges Treiben dort herrschte. Die Stepfast war ein Sternzerstörer der Seistung-Klasse, von Design her nachempfunden, die wohl auf einem älteren Modell basierte, über das Garçon allerdings wenig wusste. Gemeinsam mit der Gouvernante und Captain Madanges näherte sich Garçon einen weiß gekleideten, von zwei Death Troopern flankierten, älteren Mann. Mein Großmorph, willkommen auf der Stepfast. Ich bin Admiral Martinez. Es ist mir eine Ehre, dass Sie hier bei uns sind. Wir danken Ihnen für die Rettung, Admiral. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft. Admiral Martinez, den Garçon ca. Mitte 60 schätzte, gab sich zwar die größte Mühe, aber Garçon erkannte genau seinen missbilligenden Ausdruck, als Garçon sich bei ihm bedankte, da dies zweifellos von ihm als Schwäche aufgefasst wurde. Wenn Sie die Freundlichkeit hätten, mich auf den neuesten Stand zu bringen, Admiral Martinez? Da war er, schon wieder dieser Ausdruck. Doch Garçon verübelte es ihm nicht. Es musste schwer gewesen sein, für einen Mann seines Alters plötzlich Befehle von einem 15-Jährigen entgegenzunehmen, von dem noch nie jemand die letzten 10 Jahre etwas gehört hatte. Natürlich, mein Großmorph, aber die Neuigkeiten werden Ihnen nicht zusagen. Gleich 3 der verbliebenen Großmorphs haben sich gegen uns gewandt. Arthos, Antonov und Alexei, die 3 gefürchteten A's. Den vereinten Streitkräften dieser 3 sind wir nicht gewachsen. Was ist das für ein Geräusch, Admiral Martinez? Feindliche Ziele, 2 Sternzerstörer, Predator-Class im Anflug. Wie sollen wir uns verhalten, mein Großmorph? Ihre Befehle? Übernehmen Sie das, Admiral. Sehr ungewöhnlich, aber ganz wie Sie wünschen, mein Großmorph. Alle Mann auf Ihre Station. Ich möchte sofort, dass die Geschützstellungen 3 und 4 feuerbereit gemacht werden. Verpassen Sie in eine Bereitseite und den Hyperraumantrieb hochfahren. Alle Stationen vorbereiten auf einen Notsprung. Wir werden Sie so lange beschäftigen, bis wir hier weg sind. Admiral Martinez, beide Feindschiffe öffnen das Feuer und starten ihre Jäger. Versuchen Sie, bei dem Gegenfeuer möglichst viel Schaden an Ihren Sensoranlagen zu verursachen. Ich möchte nicht, dass Sie unsere Fluchtvektoren berechnen können. Erste Schadensberichte, Admiral. Wir erleiden größere Schäden, als wir dachten. Wie lange noch bis zu unserem Sprung in den Hyperraum? Der Computer kriegt das unmöglich auf einmal berechnet, Sir. Zu viele Variablen. Admiral Martinez, ich denke, ich könnte helfen. Und was gedenken Sie zu tun, mein Großmorph? Die Koordinaten schneller zu berechnen als ein Navigationscomputer? Ja, ganz genau das. Lassen Sie mich nur an eine Konsole. Sie sind ein Tacke. Sie bekommen alles, was Sie wollen. Aber deren Bomber werden eh in wenigen Minuten hier eintreffen. Und dann spielt es keine Rolle mehr. Wie ein Besessener hackte Garçon auf die Konsole ein, während sich die Bomber näherten. Noch ein paar Sekunden, Admiral. Ich hab's gleich. Ich hab's! Sofortiger Hyperraumsprung. Koordinaten sind gesetzt, Sir. Hyperraumsprung in wenigen Sekunden. So wie es aussieht, haben Sie uns das Leben gerettet, mein Großmorph. Doch noch während Admiral Martinez die anerkennenden Worte für die fast unglaubliche Leistung des jungen Garçons brachte, erkannte er, dass diese Fähigkeiten nicht die sind, die ein Großmorph benötigt, um dieses Imperium zusammenzuhalten. Admiral Martinez, wir empfangen eine Übertragung. Die 3 Morphs schicken uns scheinbar eine Nachricht. Ich bin Großmorph Alexei Romov Katus, Held der Nachtkriege, Vertreiber der Sith und Bewahrer der Reiche.
aber sperren wir uns die Titel. Wir wollen Frieden. Wir sind gewährt, uns zu einem Treffpunkt ihrer Wahl zu treffen und über Frieden zu reden. Viel eindeutiger hätten sie die Falle wohl kaum gestalten können. Unser schwer beschädigtes Schiff, ihren drei Schiffen genau gegenüber. Ja, sie wollen sicher über Frieden reden. Aber, Admiral, was schlagen Sie denn vor? Diese drei Großmorphs respektieren Sie nicht. Sie haben Tarkins Faust geplündert. Das ist der Sitz Ihrer Familie seit Generationen. Diese Morphs respektieren nur Stärke. Und diese müssen wir zeigen. Wir sollten schnell und hart zuschlagen. Raumschiffe wachsen nun mal nicht auf Feuchtfarmen. Die Verluste werden sowohl ziviler als auch militärischer Natur extrem sein. Aber letztendlich werden sich alle beteiligten Seiten auf einen Frieden einigen, da dies für alle besser ist. Garçon, ist dies die Art, wie du dein Volk dienen willst? Nein, ihr habt recht, Gouvernante. Wir werden uns mit den anderen Großmorphs treffen und verhandeln. Es glich für Admiral Martinez schon einer gewissen Ironie, dass die erste Entscheidung, die der Junge fällte, die eines Großmorphs würdig war, vermutlich seine letzte ist. Ihr seid der Großmorph. Loyalität bis zum Tod. Garçon Lucas Ferrell Tarkin. Dein Vater wäre sehr stolz auf dich. Doch jetzt würde ich mich gerne auf eine Kabine zurückziehen. Das war sehr viel Aufregung für eine alte Frau. Madangus wird euch auf euer Zimmer begleiten. Selbstverständlich, Sir. Hab Dank, mein Großmorph. Während Irena den Gang mit Madangus entlang ging, schaute sie ihn plötzlich sehr interessiert an. Wie ist eure Meinung über unseren Großmorph? Nun, er nannte mich Sergeant bei unserer ersten Begegnung. Er verfügt anscheinend nicht über sehr viel militärische Erfahrung, da er mein Rangabzeichen nicht lesen konnte. Und er ist sehr jung. Ja, vielleicht zu jung. Ich danke euch, Captain Madangus. Jetzt möchte ich gerne alleine sein. Irena hier. Sag Großmorph Alexei, dass ich den Jungen überzeugt habe. Das Schiff sollte in wenigen Minuten bei euch auftauchen. Er läuft euch direkt in die Arme. Ausgezeichnet. Warten Sie, bis alles vorüber ist. Dann werden andere Agenten an Bord des Schiffes Sie zu Alexei eskortieren. Alles für meinen Großmorph. Da sind wir nun, mein Großmorph. Die anderen drei sind bereits da. Ich weiß, Sie halten das für einen unglaublichen Fehler, Admiral. Aber wir tun das Richtige. Hier spricht Alexei. Ich spreche im Namen aller Großmorphs. Senken Sie Ihre Schädel und kapitulieren Sie. Wir haben Ihren Hyperraumantrieb anvisiert. Und wir werden sie ohne zu zögern vernichten. Ich denke nicht, dass das so laufen wird. Ich denke, Sie verstehen nicht. Alle Waffen auf das Ziel ausrichten, Admiral. Alle Waffen sind auf das Ziel gerichtet. Unsicher blickte Alexei auf den Jungen, dessen Haltung, Mimik und Gestik sich komplett zu verändern schien. Von einem unsicheren Jungen zu jemand sehr kalten und berechnenden. Ein Schauer überkam Alexei, als er merkte, dass selbst die Stimme des Jungen sich verändert hatte. Wissen Sie, Alexei, welcher Teil meines sehr harten Drills für mich im Endeffekt am nützlichsten war? Es war nicht Militärgeschichte. Tatsächlich ist es Schauspiel und Musik gewesen. Ein geübter Dirigent ist nicht nur in der Lage dazu, sein Orchester zu dirigieren.
sondern auch das Publikum mitschwingen zu lassen. Wenn er die richtigen Töne anspielt und er und die anderen Großmuffs wart ein großartiges Publikum, wie ihr voller Inbrunst meine Heimatstation plündertet und die Droiden an Bord nahmt, ohne zu merken, dass diese Schadsoftware auf eure Schiffe schleusten. Großmuff Alexei, unsere Waffen, Schilde und Antriebe sind ausgefallen, genau wie bei den anderen Muffs. Bitte, wir haben Frauen und Kinder hier an Bord. Unsere Schiffe sind wertvolle Ressourcen. Ihr könntet sie übernehmen. Madanges, was macht ihr in meiner Kabine? Garçon Tarkin entbindet euch von eurem Dienst. Ich zog ihn groß, als er noch ein Kind war. Im Normalfall, Alexei, würde ich Ihnen voll und ganz zustimmen. Das Problem ist, ich weiß, welche Art Refrain die Reiche der neuen Mobs hören wollen. Feuern Sie, Admiral. Keine Überlebenden. Alle Stationen feuerbereit! Nein, bitte, warten Sie! Mit einem beängstigenden Lächeln im Gesicht und weit aufgerissenen Augen, die vor Freude funkeln, verfolgte Garçon Lucas Verrett Tarkin, wie die Schiffe der Moffs zerstört wurden und nicht einer überlebte. Und nun, mein Großmoff? Nun, Admiral Martinez, werden wir aus neun Reichen eines machen.